というわけで命からがら逃げてきたのですも。というわけでじゃないも。お前はアホかも。どうしてきっちり死んでこないも。後で返金しろって言われたらどうするつもりも。え、死んで返金ってどういう。ふん、こっちの話だも。んで、レックスとそのブレイドはどこ行ったんだも。はい、レックスたちを乗せたアルスはトルネア海から南に逃げて、その後は行方知れずですも。何分嵐が激しかったもので。わからないも。はいも。で、逃げてきたも。は、はいも。もう言い訳は聞きたくないも。とっとと戻ってこいも。次の仕事が山盛りになってるも。もう渦潮にも保険をかけてたってのに、これじゃ大損だも。それにしてもトルネア海から南ということは、今の時期だとグーラに向かった可能性があるも。グーラの毛布領事を呼び出せも。わかりました、少々お待ちください。これはこれはバーン会長、先だっては大変お世話になりました。クズ者のコアクリスタルもアバリティアブランドをつければ一級品、それを我がスペルビア本国に売り込むお手並み、さすがはバーン会長、恐れ入ります。気持ち悪いおべんちゃらはいらないも。っていうか、通信でコアクリスタルの話するとか、お前もアホかも。アーケリアに傍受されたらどうするも。これはすみません。まあ、それよりいい話があるも。え、いい話とは。それはもう、どこか具合悪くありません？具合？ああ、多分大丈夫。ここは？わかりません、どこかのアルスに流れ着いたみたい。アルス？じっちゃん、ニアたちは？探そう。近くに流れ着いてるはずだ。はい。Okay, Tipps für Abenteurer. Damit erstmal hallo und herzlich willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles 2 hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, wie Pyra eben schon sagte, wir sind auf einem Titan gestrandet. Ich glaube, der Oberponnen sagte Gormod. Ne, aber ich und Namen, ne, wenn ihr ein paar Videos von mir gesehen habt, wisst ihr ja, mein Namensgedächtnis ist quasi nicht vorhanden. Gut, gucken wir mal. Auf der Suche nach Opa, Nia und Dromark könntest du auf neue, furchteinflößende Feinde stoßen. Vorsicht ist besser als Nachsicht, deshalb solltest du Rex erst einmal so weit wie möglich stärken. Am Ende eines Kampfes erhältst du Waffen- und Talentpunkte. Waffenpunkte stehen für Rex Erfahrung im Umgang mit Waffen, können für das Trainieren seiner Techniken eingesetzt werden. Das Trainieren ist wichtig. Je höher die Stufe einer Technik, desto mehr Schaden. Mhm. Charaktere, Rex, dann Techniken. Und Talentpunkte stehen für Rex wachsende Kampfexpertise und können für das Erlernen neuer Talente eingesetzt werden. Aha, wieder mal Charaktere, Rex, dann Harmonieringe. Ah ja. Werte. KP, Stärke, Äther, Geschick, Agilität und Glück. Gesundheit, okay, bestimmt Schaden von physischen, bestimmt Schaden und Heileffekt von Äthertechniken, bestimmt die Trefferrate, bestimmt die Chance auszuweichen und Widerstand gegen Schwächungen und Reaktionen. Okay. Mhm.
Wenn dem so ist, dann gehen wir doch erstmal auf Charaktere. Rex. Techniken. Ah, hier, Ankerschuss. Benötigte WP 220. Ah. Schmettersalto. Erzeugt bei Seitenangriffen 50% mehr Schaden, bei Rückangriffen 100% mehr Schaden. Mhm. Treffer lässt kleine KP-Kapsel entstehen. 10%ige Chance auf 2 Kapseln. Okay, kann ich also nicht verbessern, weil ich habe nicht genug Waffenpunkte. Aber, wenn ich das richtig sehe, gibt es ja mehrere Waffen wahrscheinlich, ne? Ich habe jetzt das Aegis-Schwert. Na gut, für ihn, na gut, für mich wahrscheinlich nicht, aber für Nia eventuell oder keine Ahnung. Harmonieringe. So mit rechts. Ah, ja. Kann ich hier was freischalten? Nee. Benötigte Talentpunkte 375. Erhöht Stärke um 20. Na dann, das nehmen wir doch erstmal. So, was ist hier mit den in der zweiten Reihe? Die kann ich noch gar nicht. Na gut. Erhöht bei Wiederbelebung eines Gefährten, erhöht Ätherkraft. X-Knopftechnik ist zu Kampfbeginn aufgeladen und sofort einsetzbar. Ja, geil. Erhöht Agilität. Also die, das hier wäre schon geil. Das, keine Ahnung, was das ist. Na gut, das wird wahrscheinlich im Laufe des Abenteuers freigeschaltet. Freundschaftsring. Erhöht bei Wiederbelebung Muskelgurt. Oh, Stärke. Yo. Gepär, ey. So. Und kann ich auch bei mit Pyra Kernsplitter verwenden? Okay, das haben wir anscheinend noch nicht. Charakterentwicklung der Klinge. Ach du Scheiße. Du hast einen Harmonieerfolg erzielt und das Talent erlernt oder verbessert. Setze Klingentechniken ein. Okay. Fehlt noch eine. Aha. Okay. Ja, I see. Na gut. Dann, hier ist erstmal ein Schatz. Das holen wir uns mal. So, und jetzt will ich erstmal kurz gucken, wie ist das denn grafisch zu Xenoblade Chronicles, zu dem ersten. Ich meine, gut, das war die, ich überlege gerade, die Definitive Edition wurde remastered, glaube ich, ne? Also ein bisschen, oder wurde sie aufgehübscht? Ich glaube ja, ne? Auch deine Klingen kannst du stärker machen. Ich weiß. Habe ich gerade gesehen. Über ihre Waffen, ihre Harmonieringe und ihre Hilfskerne. Die Waffe, die eine Klinge mit in den Kampf bringt, lässt sich nicht auswechseln. Du kannst sie auch Kernsplittern. Charaktere, eine Klinge. Okay, wenn du auf einen Kernsplitterladen stößt. Aha. Diese enthalten verschiedenste Fähigkeiten, die deine Klingen erlernen können. Sie können zum Beispiel Spezialtalente erwerben, die beim Erkunden Hindernisse aus dem Weg räumen. Oh. Oder ihre Spezialtechniken im Kampf stärken. Okay. Um diese Fähigkeiten freizuschalten, musst du in den Harmonieringen Bedingungen für jeweils einen bestimmten Harmonieerfolg erfüllen. Okay, Harmonieringe, ja, okay. Hilfskerne. Mit weiteren, bis du einen gefunden hast. Meinetwegen. So. Komm mal her, ihr Freundchen. So, ich will mal, ich will mal kämpfen. Komm her. So. Jawohl. Harte Weste. Mhm. Moment, kann ich hier irgendwie hoch? Jo, okay. Ein Schatz. Okay, den nehmen wir mit. Flügelsplitter. Was auch immer das jetzt genau für ein Item war. Vielleicht ein Rüstungsteil, man weiß es nicht. Stufe 7. Na, gucken wir mal. Junge. Und weg. Wie ist das ja eigentlich? Heile ich mich außerhalb des Kampfes? Sieht so aus, ja. Natternachse. So, was heißt der Blitz da oben? Dass sie mit Elektro angreift oder gegen Elektro anfällig ist?
Moment, nee. Hier. Moment, das. Nee, Moment, da muss ich hin. Da, achso, der Goldene bin ich wahrscheinlich. Und da drüber, ich bin gerade über dem, ja, was ist das? Wegpunkt oder keine Ahnung. Warum muss ich das, kann ich das mit dem rechten Stick steuern hier? Und nicht mit links, das ist ja völlig, oh Gott, da muss ich erstmal drauf klarkommen, ey. So, aber das heißt ja, ich muss hier irgendwie lang, ne? Jo. Okay. Na gut. Dann räumen wir währenddessen wenigstens ein paar Viecher aus dem Weg. Oh, was nu?無事じゃったか、レックス。ひどい。待ってて、今傷薬を。お前の薬なんぞ、千人分あっても足りんわい。でも、これもまた定め。泣くな、レックス。無理なこと言うなよ。別れは一瞬。 やがてエーテルの導く先でまた巡り合う。お前と過ごした日々楽しかったぞ。また会おう、レックス。じいちゃん。 泣くなと言うとるじゃろうが、レックス。レックス。レックス。じいちゃん。レックス。 当たり前じゃろうが、見てわからんか？わからないです。わかるわけないって。というわけで、全身の代謝を最大限にして身体機能を維持した結果、 妖精体にまで対抗してしまったんじゃな。随分便利なもんなんだな、アルスってのは。全てのアルスができることではないぞ。わしだからこそできることなんじゃ。で、レックス怒っとる？別に、ただワンワン泣いてた自分がアホらしくなっただけだよ。なんじゃ、やっぱり怒っとるじゃないか。 いつ元に戻れんの？そうさの。300年もあれば元通りじゃ。300年？俺死んじゃってるぞ。うん、そういうことになるかの。どうすんだよ家。俺もしかして宿なし？これを機に一人暮らしを始めるとか。家賃かかるじゃないか。ケチくさいの。現実的って言ってくれ。でも 無事でよかったよ。のんびりもしてられない。ニアたちを探さなきゃ。ニア、一緒におったあのドライバーとブレードのことかの。ああ、俺たちを助けてくれたんだ。無事だといいんですけど。じっちゃん、何か覚えてない？ここに来るまでの間に幾度となく木々にぶつかったからの。
その間に落っこちたのかもしれん。それだけじゃ探しようがないな。木にぶつかったなら折れた枝とか探すのはどうですか？なるほど、よし、そうしよう。ところでレックス、その胸で光っとるのはコアクリスタルか？一体お前の身に何が？その話は後、今はニアたちを探すのが先。ほほー、こりゃ楽ちんじゃわい。Ja, so viel dazu, würde ich mal sagen, ne? Hey, dann suchen wir mal Nia und Dromar. So, irgendwo hier lang. So, was seid ihr? Ein Klatsch-Hasid. Hasids gab's doch auch im ersten Teil, ne? Hießen die nicht genauso? Okay, Moment, das andere. Den erstmal erledigen. So. Harmonieerfolg, Flammensegen. Das Symbol vor dir markiert einen Sammelpunkt. An Sammelpunkten lassen sich Sammelitems entdecken. Irre. Sammelpunkte gibt es in ganz Alrist und an jedem von ihnen kannst du andere Arten von Sammelitems ergattern. An bestimmten Sammelpunkten kannst du mit Hilfe der Spezialtalente deiner Klingen Sammelitems finden, die es nirgendwo sonst gibt. Halt immer die Augen auf, damit dir keiner entgeht. Okay. Wenn dem so ist. Essigblatt, Rätselbaumholz. So. Hier weiter. Hier ist nix, ne? Oder hier in der Ecke vielleicht? Nope. Zumindest habe ich gerade nichts gesehen. So, Hasids, kommt mal her, ja. Nee, hier, das da. So, erledigt. Muskelgurt, okay. Was ist hier? Kann manchmal durch die Spezialtalente deiner Klingen beseitigt werden. Sieh dir den umgestürzten Baum einmal aus der Nähe an. Okay. Flamme entfachen aktiviert. Okay. Ja, schön. Wie du siehst, haben Pyras Feuerkräfte das Hindernis aus dem Weg geschafft. Du kannst ihre Spezialtalente überprüfen, indem du im Hauptmenü oder Charaktere die Klinge auswählst, Details, bla bla bla. Aha, wenn irgendwo ein scheinbar unerreichbares Ziel, solltest du näher hingehen und es untersuchen. Jetzt solltest du die Suche nach Nia fortsetzen. Okay, machen wir. So. Nebenbei mal kurz ein bisschen nach Schätzen und so gucken, aber... Oh, hier. Ja, damit. Vorstein und... Konnte ich jetzt nicht so nicht lesen. So, irgendwo da oben müssten sie sein. Pfad der Seelenbäume. Da, naja. お嬢様、ここは私に任せて。あんた一人置いてけるわけないだろ。手を貸すぞ、ニア。レックス、なんでここに。お嬢様、好機です。反撃しましょう。わかった。 Okay, dann mal los. Wurmfresser Unkor.
Bevor du nearby stehst, hier noch ein kurzer Überblick darüber, was zu beachten ist, wenn du mit mehr als einem Meister kämpfst. Dieses Symbol zeigt den Schwachpunkt. Ah ja, okay, also Feuer. Das ist gut. Da es sich um das Feuersymbol handelt, ist dieser Gegner schwach gegen Feuer. Fallen die Kraftpunkte eines Meisters auf Null, wird dieser Kampf unfähig. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, ihn zu retten. Solange die Gruppenleiste oben links ausreichend gefüllt ist, kannst du dich ihm nähern und ihm mit A aufhelfen. Dies verbraucht ein Segment der Leiste. Okay, das gab es ja auch schon im ersten Teil. Wenn der Anführer der Gruppe kampfunfähig wird, helfen die Gefährten ihm selbstständig auf, falls die Gruppenleiste ausreichend gefüllt ist. Okay. Klingenkombos. Hier hast du Energie für deine Spezialtechnik, also führe diese zuerst einmal aus. Versuche noch einmal eine Feuer- mit einer Wasserspezialtechnik als Klingenkombo zu verbinden. Führe zuerst Pyras Stufe 1 Spezialtechnik aus. Okay. So, für eine Klingenkombo musst du eine weitere Spezialtechnik ausführen, die eine Stufe höher ist. Nias ist jetzt auf Stufe 2, also probiere es mit ZL aus. Aue. Okay. Chapeau. なんでって聞くまでもないかそうですねああでも本当無事でよかったよあんたたちもねってそういえばあの時助けてくれたでっかいやつあのアルスはわしのことかのえ嘘なんでまあこっちはこっちでいろいろとどこか落ち着けるところに移動しないか話はその時にさその方が良さそうですねお嬢様ああそうしようなるほどその子と楽園にねちゃんとお礼を言ってなかったね助けてくれてありがとう白子から聞いたあんたがここまで運んでくれたってアルス様ありがとうございました礼には及ばんお前さんたちもレックスを助けてくれたんじゃからのいいよ別にしかし便利なもんだねアルスってのは全てのアルスができることではその話はいいよもういいよもうってなんじゃその言い草はそもそもお前がそんなわけのわからん仕事を引き受けおったのが原因じゃろうがじいちゃんはここでのんびりしててよとか言って飛び出して行きおってああはいはいわかりました俺が全部悪いんですすみませんでしたごめんなさい適当に謝りおってからにまったく反省の色が見えんそりゃできないよなんでじゃだって俺があの場所にいなかったらホムラはあいつらの言いなりにレックスそんなの絶対ダメだあんな奴らにホムラを渡せないなんじゃ、まだ起きとったのか。なんだか、寝つけなくて。お久しぶりですね、青龍さん。昔とは随分と印象が変わったの。いろいろありましたから。レックスに命を分け与えてくれたこと。礼を言おうその上で聞きたいレックスにした話あれは本意かはい私の本当の気持ちです
そうか。ならは信じよう。他の誰でもない、お前さんの言葉を。でも、もう一つ目的ができました。真と滅か？あの二人を今のままにしておくことはできない。宿命じゃな、天の聖杯の。はい。巻き込むのか、レックスを。生命取るわけじゃない。お前さんが望まんでも、あれは首を突っ込むじゃろう。そういう子じゃ。胸の子は半分になっとるの。お前さんも背負ったということか。青龍さん、レックスを頼んだぞ。はい。さてっと、とりあえず近くの町か村にでもと思ったけど、ここどこだ。グーラだよ。スペルビア帝国グーラ領。グーラのアルスは見たことあるだろ。ああ、遠くからなら。あれのお腹あたりだね。そうか、ここがグーラなんだ。ん？そういえばニアのその耳、もしかしてグーラ人？遅いよ、今頃気づいたのか？グーラはお嬢様の故郷なのです。へえ、それは心強いや。町に行きたいんなら、まずはこの森を抜けないとね。道なりに登っていけば平原に出るはずさ。町はその先。よし、まずはそこに向かおう。Okay, Masra-Quelle. Mhm. Nice, nice, nice. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal wieder Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, und wie es weitergeht und in welche Stadt wir kommen, das erfahrt ihr beim nächsten Mal.